da habe ich auch keine Lust, irgendwas zu wechseln. Dritter Versuch. Am Horn, Uli. Dazu sage ich nichts mehr. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen kann. Ich glaube, Kadabra können wir auf jeden Fall dann mal in der vierten Runde dann vergessen. So. Top oder Flop? Unser Herausforderer muss nun gegen die Top 4 behaupten. Lorelei Jugok. Warst du schön an der Tanke? Ich kenne jede Lachfalte an dir. Ein kraftvoller Angriff. Und da. Dubioser Blitzstart. Das nenne ich auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Welch furioser Blitzstart! Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Ringfrei für Fastball! Nun kämpfen Schlafzimmergeräusche, wenn der Höhepunkt kommt. Dürü. Hier ist der Angriff! Ja, und Volltreffer, ey, Mats. Unglaublich, mit einem Schlag. Sind wir schon wieder so gemein hier, oder? Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. So, ja, und Lapras kennt man natürlich auch in- und auswendig, ne? Der aktuelle Stand ist, hat er mit dem Öhrchen gewackelt? Wollt ihr uns anflirten, oder was? Aber wie soll das gehen? Blitzer und Lapras. Da passt doch die Größenordnung nicht. Und Lapras hat's überlebt. Oh, Body Slam. Hallöchen, lieber Black Dragon Yu-Gi-Oh! Herzlich willkommen! Der Kampf wird immer intensiver. Guten Abend. War das jetzt so richtig? Guten Abend. Aber jetzt. Warte mal. Ja, die Doppelkick. Einander an. Das probieren wir jetzt mal. Und hau rein und bam. Und bam. Ums Berst, ja. Oh, mein lieber Textanz, ich hätte auf die hören sollen. Das war der Kampf. Kann jemand sonst noch von euch Niederländisch? Thank you well, kann ich noch. Und Liebe kann ich, Liefde. Ich mag die Holländer zu... Na, Holländer darf man nicht sagen. Moment. Ich mag die Niederländer unglaublich gern. Ah, was haben wir jetzt gemacht? Genau. Ich war hier? Hier? Und hier, ne? Der nächste Gegner ist Budo, der unverwüstliche Pokémon-Meister. Jetzt kommt bestimmt gleich Mietzer raus, oder? Ach, wieder Machobei! Deine Muskeln sind ja immer noch die gleichen, die sind ja nicht mehr geworden. Wolltest du dich ein bisschen mehr trainieren? Na gut, dein Pech. Ein kraftvoller Angriff. Ein wirklich furioser Blitzstart. Bam. Das nenne ich einen Blitzsieg. Das nenne ich einen Flat Screen. Da
Das könnte ein einseitiger Kampf werden. So. Ihr könnt mir ja reinhauen. Ihr könnt mir reinhauen, eure Antwort zur Frage des Tages. Was für ein Pokémon seid ihr? Und da ist wieder unser Lieblings-Kickli. Ich glaube, Psystar überlebt da nicht, oder? War das vorhin Volltreffer? Hast du wieder im Finger geschnitten? Da hat jemand das Pokémon gewählt. Oh. K.O. Was? Das hat und nicht tschüss. Gerade lang gelauert. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ringfrei für Odin. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall hier rüber. Ein Pokémon wechselt den an. Weil da ist Ring sie deutlich besser dran. Erdbeben. Was nun? Aber Lapras hat eine gute Verteidigung, ne? Ein Supertreffer. Boah. Ist zu verkraften. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? So. Sie begegnen sich in Kampfposition. Und Onix ist trotzdem schneller als Lapras. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Oh, Volltreffer. Eieieiei, das tat jetzt weh. Und da tut aber weh. Wow! Perfekter Treffer. Vierfache Wasserspiegel. Und tschüss. Mit einem Schlag besiegt. Weil Eisstrahl hätte das bestimmt überlebt, oder? Der Kampf ist vorbei. Weil Eisstrahl ist nur auf dem Bodentyp effektiv, nicht auf Stein. Also hat nur eine zweifache. Hat nur eine zweifache Schwäche, keine vierfache. So, und Agathe werden wir wahrscheinlich noch besser kennen. Kommt er auf jeden Fall mit. Er auch noch und wen haben wir vorher noch gehabt? Ja, ihn noch dazu, ne? Die unbezwingbare Agathe fordert zum Kampf. Die drei waren kein Problem, nur sind wir waren scheiß. Vielleicht sollte ich dann beim nächsten Mal nicht gleich mit Blitzer starten. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Ein kraftvoller Angriff! Oha! Da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Oh, diesmal hat er es überlebt. Oh Gott, der Schlammler, oh Gott, das zieht jetzt. Ein harter Treffer! Oh ja, und Gift auch noch. Spinnst du? Ein sehr rasanter Kampf. Ich hätte Boden-Pokémon auch. Boden-Pokémon wäre auch cool gewesen. Oder irgendwas wie Erdbeben oder so. Oder Schaufel. Ein saurer Psystrahl. Da war es schon wieder. Oh, ist das das Ende? Welches Pokémon ist nun an der Reihe? So. Ringfrei für Gengar. Es muss jetzt einiges weg. Ja, dann bleibt jetzt Kadabra auf jeden Fall drin. Aber Gengar ist schneller. Ja, Psychokinese. Was nun? Aber wenn jetzt Spezi wieder zickt, dann hau ich ihn. Die Attacke war nicht sehr effektiv. Ja gut, geht eigentlich. Ah, ich hätte Genesung rein switchern können. Was passiert jetzt? Naja, nein, egal. Das sieht gar nicht gut aus. Sie schenken sich wirklich nichts. Sie schenken sich wirklich überhaupt nichts. Ich kann es probieren, aber... Kampfposition. Oh, Konfusstrahl? Das war ein Konfusstrahl. Okay, ja, jetzt... Ich könnte versuchen, dass die Verwirrung nicht... Hoppla, es greift sich selbst an. Nicht greift. Hey, was wird das denn? Es schenkt sich selbst K.O. Ja, danke Kadabra. Da ist im letzten Moment deine Eichel wieder weich geworden. Ach ja.
dann Blitzer, ne? Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ringfrei für Blitzer! Oder nee, ich hätte... Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementen. Ich hätte zu Arcani greifen sollen. Egal, passt schon. Gewinnen werde ich so oder so dann. Das war ein Schwachsinn. Aber auch ohne Volltreffer hätte ich es geschafft, ne? Das wär jetzt krass, wenn jetzt dieser Flur kommt. Die heizen sich mit Drohgebären. Und Golbat wäre da deutlich besser. Oh nee, Alpollo kommt. Alpollo. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Der Kampf geht weiter. Seine Zunge ist belegt, wahrscheinlich mit Schinken oder so. Bist du kacken? Ein böser Treffer. Er will immer aufs Klo gehen. Oh nein, Hypnose. Nein. Nein, oh, bitte, mach die Augen zu. Nein, es ist eingeschlafen. Ein schlafender Gegner macht den Kampf. Das Einschlafgeräusch war voll süß. Ich muss wechseln. Die Befehle erteilt. Ich kann mir vorstellen, was jetzt kommt. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Ringfrei für Arcani. Dann ist auf jeden Fall besser, dass sie dann zu Arcani wechselt. Ja, er macht Traumfresser. Was ist das? Arschkarte. Nö. Oh, die Attacke ging dann nix gibt's. Will dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Nee, ich war doch darüber. Ja. So. Da geht nur Feuersturm. Was? Alpollo ist schneller als Arcani. Aha. Ja, gut. Ein heißer Feuersturm. Brandheiß. Ja, ein Treffer. Was? So wenig? Ein sehr rasanter Kampf. Ja. Sie begegnen sich in Kampfposition. Was passiert jetzt? Wenn du jetzt paralysierst, bin ich fertig mit der Welt. Jetzt komm bitte. Feuersturm muss jetzt treffen. Wie kommt denn das? Und Muff. Ja! Oh, ist das Ende? Das war's! Der Kampf ist vorbei! So, und jetzt müssen wir jetzt echt was einfallen lassen. Also bei zwei Pokémon ist ja ganz klar, dass ich die mit ins Boot hole, aber ich weiß nicht, ob ich kann. Ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich wieder Kadabra einsetze. Weil ich neige jetzt dazu, zu einem meiner Lieblings-Pokémon zu nehmen. Aber ich mache das jetzt mal so. Ich wechsle jetzt mal die Plätze. Oder soll ich als Backup ihn noch dazu nehmen? Weil gegen Garados hat es mir echt gestunken, dass der Blitzer schon tot war. Ja, aber ich hätte 4 Pokémon. Da wären 4 Pokémon, bei dem Elektro was nützt. Und dann machen wir das jetzt so. Das Ende. Aber ihr werdet jetzt sehen, ich werde gleich mit Lapras anfangen. Weil ich muss das Dragonier wegkriegen. Wenn ich Dragonier weg habe, dann passt die Sache. Aber gut, der wird jetzt auf jeden Fall eine Donnerwelle reinzwiebeln. So. Aber immer noch besser als Wickel und so ein Scheiß. Es ist Donnerwelle ein. Oh, es ist paralysiert. Ja. Aber wenigstens einen Eisstrahl müsste ich durchkriegen, ne? Eisstrahl. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Oh, geil. Das nenne ich einen Blitzi. Ha! Welch furioser Blitzstart! Oh ja! Jetzt bin ich aber selbst überrascht hier! Ringfrei für Garados! So, und jetzt kann ich jetzt können wir entspannt wechseln. Noch ist nichts entschieden! Noch ist Polen nicht verloren!
Sie begeben sich so in Kampfposition. Wir gehen auf jeden Fall zu Blitzer, aber Blitzer ist schneller. Oder hätte ich doch zu Magneton greifen sollen? Nee, ich bleib bei Blitzer. Blitzer ist auf jeden Fall schneller. Oh, Body Slam, oh. Aber Blitzer hat eine schlechte Verteidigung, oder? Oh nein, voll. Oh, du Sau. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Das hat jetzt aber ordentlich reingehauen. Jetzt kommt. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Wenn Donner trifft, dann ist Garados tot. Donner. Oh, die Attacke ging dann. Nein! Ja. Body Slam. Ein guter Treffer. Schönen Dank auch. Danke, oh, Blitzer. Ist das Ende? Im entscheidenden Moment machst du schlapp. Hätte ich dich bloß in der Box gelassen, ey. Nun an der Reihe. Die Befehle wurden erteilt. Magneton müsste es... für Magneton. Diddlüdüdlüd. Ja, nun Gott sei Dank. Zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Ja. Dann probieren wir es mal. So. Ja, das war klar, dass Gardos schneller ist als Magneton. Wenn jetzt Paralyse kommt... Ey, das ein ist doch... guter Treffer. Aber... Ah, aber die Paralyse, die... Na ja gut, ist ja wurscht. Also, Magneton ist so zu langsam. Bitte! Trifft! Yeah! Das überlebt er nicht, oder? Yeah! K.O.! Das hat nicht gerade lang gedauert. Alter, wollt ihr, dass ihr in Herzinfarkt sterben, oder was? Die halten sich mit Drohgebären an. Oh, Glurak ist da. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Der Kampf geht weiter. Ja, ich bleib jetzt mal drin, weil das ist ja sein letztes Pokémon. Sie begegnen sich in Kampfposition. Oh, voll. Oh, was du Sau. Ja, ein Treffer. Das ist jetzt wieder der Scheiß wie Wickel oder Klammergriff. Es kann sich nicht rühren. Ein sehr rasanter Kampf. Kann Feuerwehr wieder leben gehen? Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Die Attacke dauert weiter an. Ach, ich hasse sowas. Der Kampf wird immer intensiver. Die Befehle Bitte. Wurden erteilt. Die Attacke noch mal. Ja, fickeln sie ja, sich. Ein Treffer. Schenken sich wirklich nicht. Nützt es was, wenn ich wechsle? Ja, doch, ich. So. Ich versuch's mal. Ein Pokémon wechselt den an. Da kann ich Gott sei Dank ja wechseln, weil. Oh gut, der wird jetzt dann trotzdem zu Feuerwirbel greifen, oder? Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Ja, oder wird. So wie ich den kenne, wird er da auch zu Feuerwirbel greifen. Eisstrahl ist besser. Die halten sich mit Drohgebären an. Ey, was habt ihr denn? Dieser Attack gehört verboten. Es hat kaum Energieverlust. Und so wie ich die Lage einschätze, hat Feuerwirbel eine 100%ige Trefferquote, oder? Sie begeben sich in Kampfposition. Die Attacke dauert weiter an. Diese scheiß Paralyse in dem Fall. Der Arena-Fight geht weiter. Komm. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ey, was hast du mit deinem scheiß Feuerwirbel? Sorry. Es ist ein leichter Treffer. Der bewirft mich so lange mit Bandebäuchen, bis ich irgendwann zu bluten anfange, oder was? Ein bis ich über die Knochen rausgucken, oder was? Die Befehle wurden erteilt. Die Attacke wird fortgesetzt. Ein schwacher Treffer. Der Kampf wird immer intensiver. Geht's wieder rüber zu Magneton? So! Das Pokémon kehrt in seinen Pokéball zurück. Ich wechsle jetzt einfach nur noch.
Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Jetzt bin ich mal ganz crazy drauf. Ich mache jetzt eine Donnerwelle. Oh, der macht trotzdem eine... Oh, Schlitzer? Was ist das? Jetzt will er mich töten, oder was? Oh, er hat's überlebt. Geil. Oh. Was nun? Oh, es ist paralysiert. Sie schenken sich wirklich nicht. Ja, dann... Hoffen wir mal, dass die Paralyse jetzt hilft, oder? Mäh. Der Schlitzer! Wenn ich's brauche, ja, hilft die Paralyse nichts. Oh, ist das Ende? Beide Trainer schicken ihr letztes Pokémon in die Arena. Sie begegnen sich in Ich hätte jetzt hier doch angreifen können. Aber ich hätte gemeint, dass er jetzt irgendwann doch dazu... Beide Seiten haben nur noch ein Pokémon übrig. Dass er wahrscheinlich nur Feuerwürmer kann. Alles oder nicht. Alter, die Sau, ey, das ist echt Wahnsinn. Jetzt komm. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Yeah. Es ist Paralyse. Jetzt bitte nicht bei mir. Ha. So. Zwiebel rein. Tschüss. Bitte, stirb. Nein. Scheiße, der hat's überlebt. Oh, aber ich hab Schaden gemacht. Oh, cool. Nochmal Paralyse. Jetzt bitte mal Paralyse. Es ist vollständig paralysiert. Ein Kämpfer ist noch fit. Der andere scheint beinahe besiegt. Ja, das will ich jetzt aber nicht so sagen. Zum dritten Mal paralysiert. Geil. Ende! Wie kommt denn das? Perfekter Treffer! Ha! Es hat die Wasser geschlagen! Alter! Das war Level beendet! Ich bin so fertig mit der Welt. Da kommt jetzt wahrscheinlich noch ein Champ, oder? Ich riech das. Top 4 geschafft. Du hast von den Top 4 den Schlüssel zum oberen Stockwerk der Burg erhalten. Ja, da ist der... Bitte? Ich kann die Pokémon nicht wechseln? Ah ja. Ja gut, dann lass mal gucken. Feuer, Elektro, Normal, Wasser. Den Boden-Pokémon gebraucht, ne? Käfer und... Dann haben wir das jetzt... Müssen wir auf jeden Fall so machen. Genau. Ja, doch. Das passt schon so. Dann machen wir den noch. Und den. Drückt mir alle Daumen, die ihr zur Verfügung habt. Das Finale gegen den Rivalen. Das letzte Gemälde auf dem Kreuzzug durch die Arena. Oh Gott, nein, du. Er hat nicht das gewählt, was ich eigentlich wollte. Ja, dann nützt es nichts, dann müssen wir wechseln. Ach, die Musik. Die Musik ist extrem dramatisch hier. Ringfrei für Blitzer. Ja, Blitzer bist du auf jeden Fall mit ihm fertig werden. Oh, Surfer. Die erste Attacke. Ja, das wird schon ein bisschen zwiebeln, oder? Naja, gut, geht eigentlich. 45 KP. Ein sehr rasanter Kampf. So. Mr. Paranoid, behalte schön die Nerven.
Mach Donner, Blitzer. Hier ist der Angriff. B-Type von nur das. Hey. Oh, und Volltreffer. Richtig geil. Gott sei Dank. Mit einem Schlag. Bin ich tot? Ja. Du. Das hätte ich dir aber selber auch sagen können, dass du tot bist, ne? Sie halten sich mit so, jetzt kommt jetzt irgendwas wie... Oh, Pixie. Das geht jetzt nur mit vereinten nun Kräften. Zwei Pokémon oder Moment. Ja gut, ich hätte Doppelkick auch. Aber wir müssen Pixie auseinandernehmen. Die Kämpfer dann auf jeden Fall gegenüber. Los, Giftrotze. Oh, Toxin! Richtig schön rausgekotzt. Ha! Langsam, aber stetig. Das dampft weg. Schön. Oh, Risikotackle. Aua! Ah, oh, das zieht. Was nun? Scheiße! Ein böser Treffer. Ah, aber hat's überlebt. Wenigstens das. Oh, und Giftschadet, Giftschadet noch zusätzlich. Sind unterschiedlich. Donner oder Doppelkick? Doppelkick ist ja ein Kampftyp. Nee, ich bleib bei Donner. Step-Bonus. In Kampfposition. Ich glaube, Pixie hat eine gute Verteidigung. Also von dem her... Das hat gesetzt. Ja, doch. War nicht zu vernachlässigen. Ein Scheiße. Und das war ja damals... Man kriegt keinen Rückstoßschaden, wenn man ein Pokémon besiegt. Der nächste Kämpfer macht sich bereit. Lapras, Arcani. Nee, ich gehe zu Arcani. So. Ein Pokémon-Wechsel. Aber Arcani ist auf jeden Fall schneller. Wird der Pokémon-Typ. Weil, ihr seht schon, ich spiele viel mit Schnelligkeit auf jeden Fall. Oh, Bodycheck. Ja, ich versuch's, aber ich glaube, Bodycheck würde überleben. Oh, 4 KP, das ist doch ein Witz. Und ich hab nur mit 12 KP Self-Damage schon reingehauen. Oh, Psychokinese. Was ist das? Uiuiui. Ja gut, der Restgift müsst ihr auf jeden Fall den weghauen. So. Sehr gut. Es ist am Boden. Ja, bis jetzt läuft so weit so gut. Aber jetzt, ich hab Angst vor dem letzten Pokémon. Bin mal gespannt. Bulnona. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Der Kampf aber dann müssen wir auf weiter. Jeden Fall. Oder Wappa. Das kann er noch. Ah, scheiße, ich hätte irgendwas zum Paralysieren gebraucht. Dann kommt jetzt bestimmt irgendwie wieder so ein Scheiß mit Feuerwirbel oder sowas. Wetten. Ein Pokémon wechselt den an. Traue ich dem Spiel natürlich zu. Ringfrei für Lapras. Lapras ist auf jeden Fall langsamer. Es gräbt sich in den Boden. Ach, sogar. Dieser Wechsel den Kampf beeinflusst. Sogar Schaufler kann es einsetzen. Ja, nützt ja nichts. Ja, aber gut, aber ich kann zu Blumschrei greifen. Sich in Kampfposition. Weil Vonona ist auf jeden Fall schneller. Was geht ab? Oh, Volltreffer. Ja. Nicht zu vernachlässigen, aber der Blubstrahl müsste doch, also mit zwei Blubstrahle müssten auf jeden Fall gehen, ja. Der doch Kampf wird knapp über die Hälfte. Ja, der wird jetzt auf jeden Fall nochmal unter die Erde gehen. So. Oh, na, Flammenwurf. Oh. Was nun? Kannst du ruhig machen. Das stört mich ein nicht. Guter Treffer. Ja, gut für mich, weil ich glaube, es riecht nach einem Sieg für mich. So sieht es aus. Bitte. Und eine volle Breitseite. Yeah. Oh, ist das Ende? Also, das ist jetzt doch eine kleine Überraschung, dass der Rivale schwächer ist als Siegfried. Wahnsinn! Wer hätte gedacht, dass es so gut geht? Prost!
Und damit haben wir die Arena-Burg geschafft. Mit diesem Dream Team. Arcadi. Ja, gut, dass ich Lapras dort noch eingesetzt habe, weil der. Aber auch Blitzer. Hat auch einiges so. Der. Ja, das war auch vor allem als Backup war der schon mal ganz gut. Ich glaube, den hatte ich jetzt zum Schluss gar nicht eingesetzt. Aber gehört bei mir zum guten Ton. Der Kadabra ist auch immer wieder gut. Aber gut, dass ich den da bei Siegfried nicht mehr eingesetzt habe. Oh! Oh, ich kriege ein Pokémon-Geschenk. Hey. Oh, Geschenke werden immer gern genommen. Das bekommt. Oh ja, putzig! Ich habe ein Glumanda bekommen. Ach, Glumanda ist voll putzig, ja. Richtig cool. Begib dich bitte in Professor Eichs Labor und nimm dein Pokémon in Empfang. Ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist nicht nötig. So. Ja, bisschen Zeit haben wir Gott sei Dank noch.